Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pokémon Y mit Balui. Wem auch sonst? Kein anderer hat Zugriff auf meinen Kanal. Das kann nur von mir sein. Also, wir waren in der Frosthöhle und sind da auch weiterhin und gleiten hier ein bisschen durch die Gegend, weil es nämlich ziemlich cool ist, einfach so ein bisschen Schlittschuh zu laufen. Habe ich eigentlich gegen den schon gekämpft? Ja, das ist jetzt nur ein wildes Pokémon. Gehe ich zumindest mal schwer davon aus. Ein Alpollo, das, was der liebe Passer gesagt hat, was ich eigentlich in mein Team nehmen sollte, was ich aber gar nicht in mein Team nehmen will. Bäh. Aber wir fangen es uns trotzdem. Mondgewalt war in dem Let's Play in dem Livestream ziemlich stark und würde ich jetzt mal gerne testen. Das ist nicht sehr effektiv. Warte mal, wir machen noch irgendwas machen, dass wir den die Sachen klauen können. Dann gucken wir doch auch mal direkt, was ihr wieder Fleißiges in die Kommentare geschrieben habt. Das ist sehr schön, hast du gut gemacht, Felinara. Jetzt wird es Zeit, dass wir das Pokémon, den Alpollo, fangen. Das müsste eigentlich mit einem... Also eigentlich kenne ich ihn nur aus dunklen Höhlen. Aber wir vernetzen jetzt einmal den Superball und fangen ihn jetzt. Hoffe ich zumindest. Bleibt da ja drin. So, ich gucke in der Zeit... Oh, ach, das war wieder so ein Superfang oder wie der heißt. Klasse, Alpollo wurde gefangen. Ja, finde ich auch, habe ich gut gemacht. So, und gucken wir mal, was der Pokédex-Eintrag dazu zu sagen hat. Alpollo, es beleckt seine Opfer mit seiner Zunge und stiehlt ihnen so die Lebenskraft. Es lauert im Dunkeln auf sie. Ja, aber wir sind hier nicht so im Dunkeln, zumindest sah es nicht so dunkel aus. Yay, wieder ein neues Pokémon für unsere Pokémon-Sammlung. Ach so, ja klar. Ha, die Essenz des Karate liegt in seiner einfachen Kreisbewegung. Ja, toll. Habe ich den angelabert? Nö. Voll die Verarsche. So, wer ist das denn? Schwarzgurt Kenji. Was ist das denn? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Felinara. Mal doch mal Megadespota. Ich weiß noch gar nicht mal, wie Megadespota aussieht. Ich weiß noch nicht, was wir als nächstes malen. Ich weiß es einfach noch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin einfach noch unsicher. So, gucken wir mal. Wann machst du mal wieder einen Pokémon-Livestream? Auch das weiß ich noch nicht. Es waren ja Ferien und ich hatte halt zufällig ein bisschen Zeit. Was heißt zufällig? Ich habe mir ja Zeit genommen dafür. Aber das heißt nicht, dass das jetzt jedes Mal oder jedes Wochenende oder so kommt. Das soll schon was Besonderes bleiben. Und deswegen weiß ich einfach noch nicht, ich kann es einfach noch nicht sagen, wann es den nächsten Livestream geben wird. Aber ihr kriegt auf jeden Fall früh genug Bescheid. Cool, war das gerade eine extra Animation, extra für den Stahlträger? Haben die den extra dafür animiert? Kann mir das zwar gerade nicht so vorstellen, aber krass. Ja, dann tauscht ihr euch untereinander ja auch anscheinend fleißig Pokémon. Das finde ich richtig geil, dass ihr einfach euch untereinander so viel schreibt und so viel Kontakt habt untereinander. Hammer. Ihr könnt auch jederzeit mein Teamspeak, was es für den Livestream gab, benutzen. Ich werde die IP einfach mal unten reinschreiben. Ich werde auch ab und zu mal vorbeischauen, kann das aber nicht versprechen, wie regelmäßig das ist. Ha, Omi, da habe ich mich doch glatt im Kreis gedreht. Ja, dreh du dich mal. Mach du mal noch ein bisschen Kreisel-Moves. Komischer Idiot. Geh weg. Ich will... Ich weiß nicht. Gibt's hier bestimmt... Da, seht ihr, da ist ein Item. So, wie komme ich da dran? Lass mal überlegen. Hierher und jetzt so, ne? Huachapa! Ach, guckt euch das an. Und ich finde... Ich finde Äther. Blue findet Äther. Super, Blue. Hast du gut gemacht. Tollen Äther gefunden. Ich bin sehr stolz auf dich. Nicht? Aha, kommt mal hier auch wieder weg. Hallo? Admin? Haus brennt? Alter! Ohne Witz. Kommt man hier wieder weg? Sollte man doch, ne? Aber ich habe gesehen, man kann auch so schräg sliden. Voll Cheat. Tschu. Ob das Absicht ist, dass man so schräg sliden kann? Guck, ich kann jetzt einfach so diagonal sliden. Weil ich kenne diese Rätsel, die gibt es ja schon mal so als Minispiele. Ich kenne die wohl, aber... Alter, jetzt reicht's aber. Aber Louis, was machst du denn hier? Jetzt hör doch mal auf damit! Nein, ich wollte da hoch. Da in diesen Durchgang, da muss ich doch rein irgendwie. Oh oh, oh oh. Nein, nein, du Dussel. Ganz vorsichtig. Alter, das ist nur eins breit, ne? Glaube ich. Mist. Okay, so kommen wir da anscheinend nicht rein. Das heißt,
weiß noch nicht, was das heißt. Wir testen es mal noch ein bisschen. Vielleicht kommen wir dann... Ja, genau da müssen wir nämlich... Ja, ne, genau, hast du gut gemacht, ja. Ach, diese Rutscherei, ey. Vielleicht bringt es ja so jetzt was. Mist. Ich will da doch nur rein. Das kann doch nicht so schwer sein. Stopp, halt, nein, Admin. Vielleicht muss man einfach schräger anfangen, aber von da aus nützt mir das nichts. Okay, dann müssen wir an diese ganze Sache ein bisschen logisch rangehen, wenn das so nicht geht. Mist. So. Da kommen wir doch gar nicht hin. Da ist genau so ein blöder Stein zwischen. Da gibt es bestimmt einen Trick. Den ich wieder nicht weiß. Ätzend. Okay, wartet mal. Nee, auch so nicht. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein, ne? Leute, Leute. Okay, ich weiß nicht, ob ich da rein muss, aber da ist bestimmt was drin. Jetzt hör doch mal auf, hin und her zu rutschen. Das ist eine anstrengende Rutscherei hier. Was mache ich denn da die ganze Zeit? Guck mal, der läuft, aber manchmal läuft der schräg. Manchmal lässt er sich darauf ein, dass er schräg rutschen soll. Und manchmal interessiert diesen Lappen das einfach nicht. Jetzt zum Beispiel hat er schräg gerutscht. Da so schräg diagonal würde ich jetzt gerne rein. Und er geht nur nach oben. Er macht es nicht. Er geht nicht schräg. Mist. Ich weiß nicht, ob ich da rein muss. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht ist es auch egal. Vielleicht mache ich nur wieder irgendwas falsch. Aber, ach, egal. Wir gehen jetzt einfach mal hier unten weiter her. Lass mich doch von so einer blöden Rutschpartie nicht veräppeln. Nee, da komme ich her, ne? Ach, nö. Mist. Voll verplant. Ach, gucken wir mal weiter, was ihr Schönes vorgelesen habt. Was ist das? Das habe ich noch nicht. Ist das Mammutüll gewesen? Habe ich das richtig gesehen? Nee, ein Keifel. Wird da vielleicht ein Mammutüll raus? Wir versuchen es erstmal. Das Felinara ist etwas schwächt. So, also, Balui, was du liest, die ganzen... Ich will das Bildkommentare nicht vorher, da bin ich aber enttäuscht. Ja, genau, Miri. Ja, nee, ist klar. Sonst noch Probleme? Warte, wir machen mal Heilung auf uns selber. Gucken, ob das gut ist. Es ist fehlgeschlagen. Nein! Nein, nicht töten. Nicht aus. Böse. Nein, 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 nein. Ach, Manno! Mein Felinara! So ein Rotz. Dann holen wir einfach... wir holen Brigaron. Und das kann er gerne so oft gegenrennen, wie er will. Nee, nee, nee. Gucken wir mal weiter. Was ihr so geschrieben habt. Ich würde jetzt einfach mal gerade gar nichts gerne machen. Geht das? Ich habe aber alle meine Attacken machen Schaden. Es fehlt echt so ein bisschen die Fähigkeit... Nichts machen. Aber wenn ich jetzt Body Slam mache, ist er tot. Voll doof. Nein, nicht besiegen. Nein, stopp. Mist, okay, dann nicht. Okay, Attacke Zauberschein trifft alle Gegner. Ah, dankeschön. Der Pokédex-Eintrag von Petsniff ist ja mal eklig. Ja, sag ich dir. Ja, meine Gedankenstriche sind schon toll. Ich sollte sie patentieren lassen. Ja, finde ich auch. Wir ruhen uns erstmal nochmal eine Runde aus. Hallöchen, die Dame. Möchte sie mich mit ihr ausruhen und mein Team heilen. Schreck auf dem Eis rutschen kann man erst seit diesem Pokémon-Spiel. Ja, ich freue mich auch darüber, dass ich so schräg daher rutschen kann und es nicht im Backen kriege. Mann, bin ich gut. Nee, nee, nee. So, und da steht die Erklärung zu Weißnebel. Weißnebel verhindert 5 Runden lang statusverändernde Werte des Anwenders durch den Gegner. Aha, nicht schlecht. Also, ich meine, den kleinen Viechern hat das nicht viel geholfen, aber... So vom Prinzip her ist nicht schlecht. Ja, ich weiß, da ging es nicht weiter. Wir gehen einfach mal woanders her. Nee, 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 nee. Was ist das? Ein Eiskristall oder sowas. Sieht auch ziemlich cool aus. Friogeometrie. Das müssen wir noch fangen, weil wir haben es noch nicht. War klar, dass es Eis kann. Nicht einfrieren. Nicht einfrieren. Nicht einfrieren. Hast du gut gemacht. Alter, wie alle Leute diese Geist-Kontakt-Safari suchen. Na, vielleicht habe ich die ja. Das wäre natürlich lustig. Gucken wir mal. Es haben anscheinend noch mehr gedacht, wie in der letzten Folge gesagt, dass da eine Treppe wäre, aber es war einfach nur so eine behinderte Rampe, die einfach total im Weg war. So, das Pokémon ist geschwächt. Vielleicht reicht es ja. Zack. Balui, dein Felinara ist eigentlich pink. Nein, meins ist nicht pink. Meins ist hellblau. Das ist besser als pink. Mist, ist befreit. Säurepanzer. Oh, oh.
Ach so, das schützt sie nur, das schützt sie nur. Okay, okay. Dann wechseln wir aber das Pokémon trotzdem schnell aus gegen Brigaron, weil dann kann sich das selbst verletzen und kriegt vielleicht noch, ne? Und so. Gucken wir mal, was habt ihr noch? Balui, wann kommen die Bilder, Dennis? Ich habe schon in den Kommentaren geschrieben. Einfach mal die letzte Folge gucken, da sind die drin gewesen. Jetzt ist die vorletzte für diese Folge, aber die habe ich schon gezeigt. 10. The Rexy bedankt sich auch für den Kampf im Livestream. Ja, gern geschehen, war super lustig. Sivodo, ja, ich weiß, dass du mir noch dein Pokémon geben willst. Das machen wir aber in einer extra Aufnahme. Werden wir dann das Ganze machen mit Tausch und Kampf. Oh, Zuflucht. Dann gucken wir mal, was Zuflucht ist. Und so, dass wir das also direkt in einem mischen können. Zuflucht ist, diese Attacke kann nur eingesetzt werden, nachdem alle verfügbaren Attacken ausgeführt worden sind. Ist aber ganz schön stark. Selbstheilung bei Vergiftung, Paralyse und Verbrennen. Toll. Ich dachte, das wäre richtig Heilung. So ein Schwachsinn. Was ist das denn wieder für eine schlechte Beschreibung? Da lerne ich lieber Zuflucht. Ich glaube, die spinnen. So, Frigurumi, naja, dieser Eiskristall halt. Ein neuer Eintrag im Pokédex, da steht drin, es fängt seine Beute mit Ketten aus Eiskristallen und kühlt sie auf eine Temperatur von minus 100 Grad Celsius an. Aber die schmecken doch dann gar nicht mehr. Habt ihr schon mal minus 100 Grad Pizza gegessen? Schmeckt bestimmt lecker. Abgesehen davon, dass sie in 1000 Teile zerbrechen würde. Und wir sind immer noch nicht weiter. Oh, ich sehe da was. Es ist mächtig kalt hier drin, findest du nicht, Balui? Ich habe so eine Ahnung, dass sich weiter im Inneren noch etwas oder noch jemand befindet. Ja, oh, was ist das? Dieses Rexblizzard ist ein Prachtexemplar, das nur... Entschuldigung, das ist ja eine Frau. Dieses Rexblizzard ist ein Prachtexemplar, das nur so vor Energie strotzt. Und je mehr wir es reizen, desto stärker wird seine Fähigkeit Hagelalarm. Lass es uns rasch einfangen. Mach es fertig, mach es fertig. Los. Hey! Diese Pokémon-Diebe schon wieder. Hey, was habt ihr hier verloren? Ja, wonach sieht's denn aus? Wir fangen hier Pokémon. Das sollten wir wohl sonst all mit all den Pokémon anstellen. Wir haben es insbesondere auf Pokémon wie dieses Rexiblau abgesehen. Es steckt so voller Energie. Was wollt ihr mit all dieser Energie anfangen? Also, ein Schnellmerker bist du nicht gerade. Wer am meisten Geld, Pokémon und Energie sein eigen nennt, ist halt unbeschlagbar. Ganz einfach. Denen, die nichts haben, bleibt nichts anderes übrig, als sich all das zu wünschen. Das erklärt aber noch nicht, warum Team Flair Unmengen Pokémon, Energie und Geld anhäuft. Warum wollt ihr alles für euch alleine haben? Was habt ihr vor? Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Wir von Team Flair werden überleben und sonst keiner. Schließlich besteht keine Notwendigkeit für uns, irgendwelchen unwichtigen Menschen zu helfen. Ich würde ja gerne noch weiter hier mit dir quatschen, nur leider habe ich absolut keine Zeit mehr. Hast du das gehört, Balui? Niemand außer Team Flair soll überleben. Diese Leute sind doch vollkommen übergeschnappt. Ja, in der Tat. Ihr zwei macht mit diesen Rotznasen jetzt kurzen Prozess, verstanden? Los, aber Dolly! Jawohl, wir eilen! Team Flair, immer weiter! Team Flair! Das ist das Markenzeichen von Team Flair. Bei uns ist immer alles eitel Sonnenschein. Ja, eine tolle Choreo habt ihr. Ich bin sehr stolz auf euch. Warum ist das... Das sind doch Mädels, oder? Klar sind das Mädels. Warum haben die... Wer bitteschön nimmt nur Mädels mit? Mein Felinara macht eh alle weg. Weil das ist Felinara. Okay, nein. Wir nehmen ein anderes Pokémon. Flug. Jetzt geht das wieder los. Ich nehme Brutalander. So. Da soll doch mal was machen. So, das Wackeln zeigt, dass es Felinara gut geht und es fröhlich ist, da sie die ja mit zwei Herzen hat. Ach so. Das ist natürlich cool, denn sagt mir mal, wenn man mehr Herzen hat, also zum Beispiel 3 oder 4 oder 5, freut es sich dann noch mehr und macht noch coolere Animationen und so? Weil dann wäre es ja schon mal eine Überlegung, dass ich vielleicht noch ein bisschen mit den Pokémon spiele, so. Nur mal so als Spaß. Ich weiß gar nicht, wisst ihr eigentlich Baluinenten, ne? Das müsste man ja eigentlich, ich habe das zwar so geschrieben im Hashtag, aber ich glaube, ich habe das falsch geschrieben. Das erste N, ne, von Baluinenten wird, glaube ich, mit 2 N geschrieben, weil Sivodo hat auch das zweite N mit 2 geschrieben. Ich bin da aber nicht ganz sicher. So, Voltenso. Nö, wir bleiben einfach bei Brutalander. Na, was willst du denn? Ich kann nämlich fliegen. Nee, nee, nee.
Wie süß ich das, was schreibt Sivodo noch? Wie süß ich das finde, dass Baloo ihn nicht Turtok, sondern Turtok sagt. Ja, ich sage immer Turtok. Ich finde Turtok, ich weiß auch nicht, wo ich das her... Nein, nicht Brutalander polarisieren, das ist nicht fair. Das ist viel zu krass, als dass man das polarisieren kann. Voll mies. Nein, nein, nein. Okay, gucken wir weiter. Was habt ihr noch? Puzzle. Was schreibt denn Puzzle? Naja, so Gammel wie Cardonis und Wishu nicht. Die sind ganz schön gut, vor allem Wishu. Hä? Ich weiß nicht, auf was sich das bezieht. Hey, Baloo, das alles mit dem Neuschreiben ist nicht lustig. Ich leide auch jedes Mal. Ja, warum aktualisiert ihr das denn auch? Ich verstehe das nicht. Ha, Madame ist besiegt. Vielleicht, weil das YouTube-Video nicht weiter live schreibt oder so. Es muss doch einen Weg geben, nach einer Niederlage die Zeit zurückzudrehen. Pff. Oh, und wie wenig Geld. Weißt du, die haben ohne Ende Energie-Pokémon gemacht und geben mir 1600 Mumak. Ich mag verloren haben, doch der Anblick dieses zauberhaften Niederwindens entschädigt mich dafür. So sollte sein. Immer eitel Sonnenschein. Und jetzt? Hallo? Ach, wir müssen noch gegen die Dame kämpfen. Du bist weitaus stärker, als es aussieht. Wie viel Energie wohl sonst noch in dir drin steckt? Ja, erstmal weg. Grokara, Hubschrauber, WTF, wie kommst du denn darauf? Ja, ich weiß nicht, wegen diesem komischen Ding, was der da auf dem Kopf hat. Das sah doch aus wie ein Hubschrauber auf dem Kopf. Hey, mir geht da so ein Gedanke durch den Kopf. Würdest du, wenn du in der Pokémon-Liga bist, vielleicht mit Facecam spielen? Wäre doch mal lustig. Ja, das Problem ist, erstens habe ich noch keine Facecam, das wäre aber nicht das Problem, nur das nicht so schöne ist, bei Pokémon schaut man halt immer nach unten auf den DS. Okay, ich gucke sogar eigentlich auf den Monitor, weil das Bild da einfach mal dreimal so groß ist als auch auf dem DS, mindestens. Aber das wäre halt nicht so spannend für, also, ich weiß nicht. Ich kann es ja aber überlegen, vielleicht kriege ich ja bis dahin eine Facecam fertig. Was, wie, Moment, der hat mir mein Item geklaut. Aber ich kann doch immer noch Mega-Entwicklung machen. Seht ihr? Wollen wir doch mal gucken. Mein Logoknik reagiert natürlich. Jetzt kommt Mega Logok. Das sieht so geil aus, diese Animation. Einfach so geil. Die müssten da echt mal ein richtiges Spiel für PC oder Konsole oder so. Also richtig Ultra, mit richtig Ultra-Animationen und alles. Das wäre mal geil. So, anscheinend ist meine Attacke daneben gegangen. Ach nein, warte mal. Die wirkt nicht, ne? Ah, wie ich das immer vergesse, dass Hundemon ja diesen blöden Feuerfänger hat. Mann, warum entwickle ich da noch mehr? Ich bin so ein Trottel schon wieder. Ach, wie mich das wieder ärgert. Aber Sturzflug müsste gehen. Hua! Tschum, tschubau! Baff! Besiegt. Da hat dein Pokémon wohl nichts ausgehalten. Hey Baloo, wirst du eigentlich wieder zu Gamescom zelten? Nein! Werde ich dieses Mal nicht. Ich habe mit Riol und Mentor und CAD, einer aus dem Funnel-Team, ein Hotel gebucht, ein Viererzimmer. Deswegen werde ich diesmal nicht zelten müssen. Es war auch nicht so teuer und das ist halt ziemlich cool. Du bist nicht nur stark, du bist zu stark! Zu stark, um wahr zu sein, so wahr ich hier stehe! Ja, hau ab einfach. Steh halt nicht, setz dich. Deswegen werde ich nicht zelten, sondern einfach, im Hotel schlafen. Huch, ich war noch nie so gut im Verlieren! Ist vor allem nicht so anstrengend mit dem Frühstück machen und so. Nichts wie weg, Abmarsch! So, jetzt sind die weg. Jetzt bin nur noch ich und das Pokémon. Baloo, hast du denn gar keine Angst vor Team Flair? Nö. Ich fürchte mich vor denen. Ich kämpfe und kämpfen will ich schon gar nicht gegen diese Schufte. Andererseits hätten wir Rex Blizzard nicht beschützen können, wenn wir nicht gegen sie gekämpft hätten. Ich bin normalerweise eher der zurückhaltende Typ, aber manchmal muss ich mich dazu zwingen, ein bisschen mehr aus mir herauszugehen. Jetzt müsste ich auch das Mammutell wieder beruhigt haben. Ein Glück! Hallöchen. Sag mal, sollen wir das fangen? Können wir das fangen? Soll ich das probieren? Oh, wieder ein Keifel. Wie kaputt war Felinara eigentlich? Kann die noch kämpfen? Und es freut sich. Freu. Wir versuchen es nochmal mit Mondgewalt und gucken, ob wir das diesmal fangen können. Ohne, dass mein Felinara dabei drauf geht. Ach so, genau. Das hatte so... Uiuiui. Ah, Furienschlag. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, aber eigentlich will ich das jetzt noch unbedingt fangen. So, gucken wir mal. Was haben wir noch?
Baloui, verfolgst du das Hero-Projekt? Wenn ja, dann... Lang lebe King Jong Dena. Nein. Also erstmal, ich gucke das Hero-Projekt, aber ich gucke es nur so von ungespielt oder so, weil ich mit dem ja auch am meisten zu tun habe, mit Dena nicht so. Deswegen weiß ich auch, dass die da diese Unterstadt haben. Aber solange ich da selber nicht so viel richtig drin bin, macht es auch nicht so viel Spaß, die anderen Sachen zu gucken. Oder doch erst recht, weil dann darf man sie nicht mehr gucken. Aber ich spiele ja selber Hexit und habe halt viel schon gesehen. Und es ist auch schade zum Beispiel, dass sie den Twilight Forest nicht betreten können, weil der bei denen verbuggt ist und so. Und aber das Konzept von Hero finde ich halt geil. Ist einfach lustig und eine gute Idee von Simon. Nein, nein, der hat viel nach. Nein! Viel nach. Nein, das hat sich auch noch selber besiegt. Ach du Trottel, warum bist du nicht in dem Ball geblieben? Da hättest du wenigstens Ruhe gehabt. Mann. Bei dem Eisstein entwickelt sich ein Evoli zu einem Glaziola beim Level-Up. Und ich denke, dir wird Glaziola sehr gefallen. Außerdem denke ich, du solltest ein anderes Evoli zu einem Glaziola entwickeln, weil du dann ein sehr starkes Eis-Pokémon hast. Wenn ich denn eins bräuchte. Hallo Pokémon. Blizzard, Blizzard, Blizzard. Nanu, Rex Blizzard will dir offenbar etwas geben. Ich bekomme ein Rex Blizzanit. Ja, geil. So. Und jetzt? Jetzt habe ich zwar das Rex Blizzanit, kann das also entwickeln. Aber wie fange ich das denn jetzt? Kann man das noch irgendwo wild fangen, liebe Freunde? Ja, jetzt haben wir die Eishöhle befreit, ne? Das Böse ist mal wieder besiegt worden. Von mir, natürlich. Und meinen Zuschauern. Also ich dachte einfach mal, ihr wart dabei. Ja? Ihr kommt in die Credits für die Höhlenrettung. Dann solltet ihr euch ja geehrt fühlen. Ja, aber irgendwie habe ich keinen Rex Blizzard hier gesehen. Aber das kriegt man bestimmt dann irgendwo. Wir heilen mal unser Team. Und dann würde ich sagen, ich gucke mal gerade, ob ich noch irgendeinen Kommentar übersehe. Nee, ich bin am Ende angekommen. Dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann vielleicht morgen in der nächsten Aufnahme von Pokémon Y. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Tschüss.